sind sehr viele Tentakel und eine vage menschliche Form. Ich bin absolut nutzlos. Ich hab keine Ahnung. Du kannst versuchen. Du kannst versuchen, das kaputt zu beten. Habe ich Munition in meiner Pistole jetzt wieder oder? Ah, kann ich nachladen? Bin doch nicht nutzlos. Modi, kann ich nach. Modi, wichtige Frage: Kann ich meine Pistole nachladen? Ja, kannst du. Aha. Ist kein Problem. Okay. Ich nade. Vollgeladene Waffen, wenn ihr sie braucht, jetzt. Okay, Initiative, wie würfeln wir Initiative aus? Einigt euch auf eine Reihenfolge, das Ding ist nach euch dran, es ist langsamer als ihr. Okay, wer mag anfangen? Jetzt wird's lustig. Ich bin Zweite. Machen wir Schere. Max, machen wir wieder Schere, Schnitt, Papier. Nein, er hat gesagt, er ist Letzter. Ich will aber auch Letzter sein. Lass uns bitte Schere, Stein. Wollt ihr alle Letzter sein? Ist doch nicht so, dass das vielleicht. Max, lass uns bitte Schere, Stein, Papier. Lass uns bitte Schere, Stein, Papier machen. Dann bin ich eben Erster. Nee, bitte lass uns Schere, Stein, Papier machen, Modi. Max. Hä, warum? Okay, mir ist das egal. Hä, dann bin ich eben Erster, hab ich gesagt. Ach komm. Ja, da fängst du halt an. Let's go. Oh, was ist das? Was ich falsch was? Fang an. Ich werf auf. Kann ich dir mit dem Messer angreifen? Du kannst darauf zustimmen und einen Tentakel angreifen, ja? Ja. But der Kampf wird der Horror, das wird eine Stunde lang gehen. Alles klar, kritisch. Du hast 20 gewürfelt. Oh, sorry. Der falsche Würfel gewesen. Jetzt richtig. Okay, ein 40 ist kein kritischer, oder? Nee, das ist, mit 7 Glück ist es ein Treffer. So. Alles klar. Gut, dann triffst du ihn. Ausweichen ist nicht, überwiegend, weil ich vielleicht vergessen habe, Werte einzutragen, aber ist okay. Wie viel macht Messerschaden? Ich muss mal ganz kurz gucken. Den Schaden habe ich bei jemand anderem eintragen lassen. Das sind 1W4. Plus deinen Schadensbonus. Kämpft der Kameramann eigentlich auch mit, oder? Der ist auch dabei. Der ist als letztes von euch. Da. Bin ich gespannt, was der für Sachen kann. 7 Schaden, okay, alles klar. Dann bin ich als Zweites dran und ich schlag mein Buch auf und suche mir einen sinnvollen Zauber daraus. Das ist das Einzige, was ich halt nichts kann. Ja, gut, dann. Dann ist das deine Runde, dann darf der Rest dran, bis ich gucke, ob hier irgendwas Sinnvolles dabei ist. Es ist leider nicht die slawische Hexenkunst. Da wäre das drin. Ich schieße auf das Ding. Kann ich auf irgendwas schießen oder? Ja, natürlich, du hast viele Tentakel, du hast einen groben Körper, du hast alles. Ich würde auf den Körper schießen, wenn es geht. Was habe ich auf. Habe ich irgendeine Fähigkeit darauf, ob das da schießen kann? Kann ich mein Gewehr und Flinte ist nicht das, worauf ich schießen muss, oder? Nein, du hast deine Handfeuerwaffen. Das habe ich dir auch gesagt, dass du bitte einträgst. Finanzkraft habe ich. Faustfeuerwaffen sind ganz rechts. Ja. Faustfeuerwaffe, okay, das ist ziemlich scheiße. Ein D100. Ich verfehle. Okay, du schießt irgendwo hin. Alles klar. Übrigens, Zauber sind allesamt. Du brauchst Beschwörungskreis, du brauchst sehr viel Vorbereitung. Also. Gut, du kannst also Pause machen. Du kannst beten, du kannst pendeln, du kannst Geister um Hilfe rufen, es gibt einiges. Du kannst ein Rosenkreuz drauf werfen. Das ist ja. Mein gehüteter Besitz, dann werde ich verrückt, wenn ich den weggebe. Oh. Und? Du kannst ihn trotzdem benutzen. Du kannst auch einen Schlagring draus machen. Auf jeden Fall ist als nächstes der Kameramann dran. Ja, alles klar. Der ist jetzt nicht so begnadet. Ich würfel's mal bei euch aus. Na, wobei, ich mach's mal spannend. Ich mach's mal auf dem Charakterbogen. Aha. Er zieht auf jeden Fall irgendeine. Auf mach's nicht zu spannend. Komisch aussehende Waffe. Und schießt einmal. Irgendwo hin. Es fliegt eine große, leuchtende, rote Kugel irgendwo hin. Ja, er ist nicht so begabt. Das ist so sicher.
Ja, dafür fängt aber das Haus langsam an zu brennen. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Habe ich vielleicht gerade nicht nachgedacht. Wir sollten vielleicht das Haus verlassen. Ich habe vielleicht nicht nachgedacht, okay? Das ist eine Stresssituation. Okay, ich würde gerne, ich renne aus dem Haus raus. Ihr seid im zweiten Stock. Vor euch ist ein Berg aus Tentakeln und ein bisschen und Menschliches. Dran. Aber hinter mir nicht, ich kann dran. Aus dem Raum raus. In deiner Runde darfst du. Da ist kein Ausgang. Da ist kein Ausgang. Du kannst versuchen, durch die Wand zu brechen und da unten zu fallen. Okay, also sterben. Das wird nicht gut enden für dich. Also sterben wir am Feuer. Sehr schön. Machen wir das mal. Ich hab gesagt, es fängt irgendwo vielleicht an. Es fängt irgendwo an zu brennen. Ihr habt schon noch ein paar Minuten Zeit. Ja, wir können den Kampf jetzt noch zu Ende. Die Stunde Kampf können wir jetzt noch zu Ende führen. Oh, das wird keine Stunde Kampf. Das ist das Gute an dem System. Wenn ihr mal getroffen werdet, dann seid ihr aber auch wirklich tot. Ordentlich dabei. Ah ja. Ja. Also wir überleben es sowieso nicht. Also ob wir jetzt verbrennen oder... Gut, er schlägt mit zwei Tentakeln in eure Richtung, aber verfehlt offensichtlich. Wobei, eigentlich machen wir so, dass ihr nochmal auf Ausweichen oder Gegenangriff würfeln dürft. Bevor ich irgendwas anfange. Ausweichen... Habe ich es geschafft? Ausweichen, musst du jetzt nicht, er trifft sowieso nicht, aber... Ich habe geschafft. Ich hab's sowieso geschafft, auszuweichen. Ja, alles gut. Du weichst wunderbar aus. Und zwar vor einem Tentakel, der dich sowieso nicht getroffen hätte. Ich hab alles gar keinen Gegenangriff. Gibt's auch nicht, glaube ich. Du hast trotzdem Handgemenge. Ach so, ja. So, let's go. Wer ist jetzt der Dings da dran? Dann Max, ist Max wieder dran. Ja. Also Vito. Ja, hat getroffen. Alles klar. Mit deinem Messer, oder? Ja, ich habe ja nichts anderes. Ja, selber Schaden. Das war der falsche Würfel. Ich habe keine Ahnung, was du getan hast. Das ist 5 und 6. Okay. Was? Wie viele? Ich weiß es nicht. Ich wollte schon, was habe ich. Das habe ich noch nie gesehen. Weil die 4 sein sollen. Wie viel Schuss habe ich in meinem Magazin? Ja, aber das gibt doch Sinn. 2D4, du hast 6 Schuss. Du kannst auch bis zu 6 Schuss pro Runde schießen. Rein. Beziehungsweise, ich habe dir ja gesagt, ich glaube 3 darfst du pro Runde schießen. Es wird aber schwieriger, je nachdem. Also einen habe ich schon verschossen, also habe ich noch 5 Schuss. Du hast nur 5 Schuss, bis zu 3 darfst du, glaube ich, schießen. Ja. Nochmal 6 Schaden. Ja, nochmal 6, Mensch. Okay. Scheint dem jetzt nicht so großartig weh zu tun. Was ist nochmal alles in dem Rucksack drin? Tja. Vorräte sind drin, beziehungsweise das nicht mehr, weil wir es aufgelesen haben. Seile sind ein Item pro Runde benutzen. Seile sind drin, Stricke sind drin, verschiedene Art. Wir haben Vorräte, Kerzen sind, Taschenlampen sind drin, eine kugelsichere Weste. Ist die kugelsichere Weste noch da, Modi, oder? Du hast nie gesagt, dass du sie anziehst. Das heißt, die ist im Rucksack. Ist die im Rucksack oder ist die beim Drecksack auf dem Revier? Die ist im Rucksack, die ist ja abgenommen worden, die ist bei deinem Zeug. Dann haben wir noch und Zigarren haben wir dran. Ja. Du kannst ja anfangen, eine zu rauchen. Okay. Du könntest mir meine schusssichere Weste geben, das wäre hilfreich. Ja, und dann sterben. Ich sag dir so viel, es ist nicht genug Zeit, um die anzuziehen jetzt. Okay, ich nehme irgendwas aus dem Rucksack, zum Beispiel eine Wasserflasche, und werf die, weil ich nichts anderes tun kann. Okay, dann Fluff werfen. Du könntest die schusssichere Weste anziehen. Moment, wo ist denn werfen? Ah, hat nicht gereicht. Gut, das Wasser rollt zu ihm. Zu dem Ding rüber und liegt da jetzt. Es hat eine Flasche Wasser, oh nein. Gut, der nächste. Da wäre ich, glaube ich, dran, oder? Ja. Dann würde ich gerne mal versuchen, 3 Schuss auf einmal abzuschießen. Okay. Auf den Körper des Viechs. Einmal. Das habe ich nicht geschafft. Das habe ich. Das, gut. Dann der zweite Schuss ist um 1d6 schwieriger, also 100 plus 1d6. Ah, darf ich nochmal schießen? Okay. Ja. /R.
1D100 plus 6. Ne, plus 1D6. Och, die Kinderspieluhr verwirrt mich. Sehr creepy. Okay, habe ich das geschafft? Ich hab, bist du Feuerwaffe? Nein, habe ich nicht geschafft. Was war das für ein Geräusch? Du darfst noch einen Schuss haben. Also? Wow. Das sind dann halt plus 2D6. Ah, okay. Also. Slash R. 1D100. D100 sagte ich. Plus 2D6. Das könnte ich fast geschafft haben. Habe ich geschafft. Den letzten Schuss habe ich geschafft. Schaden. Ausweichen ist nicht. Ausweichen kann es sowieso nicht, beziehungsweise hat es nicht nötig. Mhm. Schaden ist 1W4 plus 3 plus SB. Nein, das doch. Ist nicht von, das ist so, von deinem Handfeuerwaffe. Ein W10. Dann. Ja. Ein D10. 2 Schaden. Wie schön. Wie süß. Okay, ja, du streifst einen Tentakel, es kommt dickflüssiges, grünliches. Wir können das Ding sowieso nicht besiegen. Warum kämpfen wir? Warum kämpfen wir und fliehen nicht einfach? Ihr kommt nicht durch. Es ist alles aus einer Wand aus ausgebreiteten Tentakeln. Wir werden hier sowas von sterben. Ich meine, das Ding können wir, das ist mit unseren Waffen, die wir haben, können wir das nicht besiegen. Wie gesagt, ihr könnt versuchen, es kaputt zu beten. Könnt auch versuchen. Ja, ihr könnt versuchen, es kaputt zu beten. Ja, versuchen wir es kaputt zu beten. Vielleicht klappt's. Gut, ich glaube, das war eine Waffe. Wird jetzt erstmal eine zweite und letzte Leuchtkugel geschossen. Ah. Ist das Ruf? Oh, ich sag Ruf, die soll mal anfangen zu beten. Vielleicht klappt okay. Das. Gut. Ach ja, apropos, Zwergi, du darfst doch einmal auf Glück würfeln. Hatte ich ja bisher so viel Glück dabei. Okay, die zweite Kugel darauf? Fliegt gegen die Decke und geht einfach aus. Aber Glück habe ich. Ich habe kein Glück. Ja, du. Merk dir, du darfst jetzt jede Runde erstmal auf Glück würfeln. Nice. Wenn du dran bist, gut. Kann das ich mich auch selbst umbringen? Ich darfst du gern jederzeit tun, aber jetzt wirst du erstmal von. Jetzt geht erstmal ein Tentakel auf dich zu. Würfel auf Ausweichen. Okay. Mit 86 hat der noch Erfolg. Habe ich geschafft. 82 ausweichen. Was habe ich auf Ausweichen? Ne, habe ich nicht geschafft. Ich weiche nicht aus. Ja, du weichst nicht aus. Du versuchst, dich wegzudrehen. Der Tentakel versucht auch irgendwie, dich zu kriegen, aber schafft es auch nicht so ganz. Das sind Götze irgendwie seid ihr beide heute sehr fähig. Wie sollen wir das Ding besiegen? Das ist da. Dem du drauf schießt. Oder ja, hat ja bisher sehr gut geklappt. Dabei habe ich jetzt 4 Versuche verbraucht. Du hast halt kein Glück gehabt. Sagen wir es so. Gut, nächste Kampfrunde. Ja, dann wäre, glaube ich, wieder Max dran. Ja. Willst du vielleicht irgendwas benutzen? Oder hast du irgendwelche Ideen, wie du das ausschalten kannst? Dann wirst du einfach weiter drauf einschlagen. Oh ja, ich stich einfach weiter drauf ein, weil. Ja. Dann stich drauf ein. Ja, gut, habe nicht getroffen. Ja, gut. Okay. Damit bin ich dran. Und ja. Ich bin jetzt mal so clever und überlege, ob mir. Naja, eigentlich müsste ich auch für Cthulhu Mythos würfeln, ob mir mit einer Schwachstelle einfällt. Das wäre mal hilfreich. Das wäre doch zum Beispiel eine Möglichkeit. Es hat Tentakel, es wird schon was damit zu tun haben. Dann würfel mal. Ja gut, ja. Habe ich geschafft. Du siehst die Schwachstelle. Wo ist die Schwachstelle, Mordi? Ja, also du weißt nicht, wobei du hast 25 drauf. Weißt du, dass das wahrscheinlich so eine Art Schutz ist? Das war ein kritischer Erfolg, natürlich weiß ich das. Zumindest wird so genannt. Ist natürlich irgendein seltsames Wesen, das ihr nicht ganz begreifen könnt. Aber auf jeden Fall. Du wolltest ja eine Schwachstelle wissen. Ja, ist es sehr effektiv, mit Feuer anzugreifen. Mhm. Zweite Schwachstelle ist das, was ihr Magie nennt.
Und es ist nicht besonders klug, einfach mit normalen Waffen ohne irgendwelchen göttlichen Beistand oder sowas darauf zu schießen. Aha. Das stand zumindest in den Dingen, die du gelesen hast. Okay, ich feuere darauf. Okay, ich gebe die Info im Feuer weiter, weil ich glaube, die anderen wenden ja sonst keine Magie an, weil die sind ja eigentlich alle nicht magiegläubig. Modi, ich bin jetzt in der Runde dran. Ich zünde eine Zigarre an und werf die Zigarre. Okay, ja. Werfen. Mach mal auf Werfen. Habe ich das geschafft? Werfen. Habe ich nicht. Doch, hier habe ich. Wie geht aus? Würfel auf dein Glück. Habe ich nicht geschafft. Glück. Wo ist mein Glückswert? Das ist mein Glückswert. Ja. Ich habe kein Glück. Ich habe heute kein Glück. Wie weit hat sich das Feuer schon ausgebreitet? Da hinten irgendwo. Okay. Nicht für den Kampf relevant. Aber wir haben jetzt vielleicht eine Sache. Ich reiche jedem meine Zigarre. Mir. Das kannst du gerne nächste Runde tun. Du hast erstmal verkackt. Next. Sollen wir jetzt das mit dem machen wie so rauchende Filter? Warte, was? Was? Die Warum? Zigarette an dem Vieh ausdrücken. Rauchende Filter? Häusliche Gewalt, yay. Okay. Hast du noch was machen? Nee, ich bin nicht dran. Kameramann ist dran. Ah ja. Und er hat einen Feuerangriff. Ist nicht sehr nützlich. Ist nicht sehr nützlich, sagte Molly. Ja. Du wirst uns heute am laufenden Band verarschen. Sag ich mal so. Er hat noch eine Granatenwerferkugel, die zufälligerweise auch in so einem Ding ist. Jetzt lass das den mal angreifen, Molly. Er schmeißt eine Taschenlampe. Wow. Fängt die an zu brennen. Das ist nur Licht. Fängt sie an zu brennen? Die Taschenlampe. Wieso denn eine Taschenlampe? Woher? Weil er eine hat. Ach, Leute. Das ist. Ja, er wirft eine Taschenlampe irgendwo hin. Ruft noch. Kannst du nicht irgendwas, keine Ahnung, segnen oder so? Bist doch so Priesterzeug, oder? Ja, ach so, ich, ja. Ja, du. Ja, ich habe überlegt, ob ich antworten darf, weil jetzt der erste Viech dran ist. Natürlich, antworten darfst du immer. Ich kann mein Buch nicht anwenden, weil es zu lang dauert. Ja, tut irgendwas. Ja, du darfst einmal ausweichen. Wer ich? Ja, aber du kannst ja was anderes machen. Ja, du. Ja, es ist ganz blöd, in so einer Runde du zu sagen, Modi. Entschuldigung, ja, du hast gerade geredet, also. Okay, ausweichen. Du musst danach gucken. Ausweichen. Knapp verfehlt. Also um 5 verfehlt. Soll ich auf Glück werfen? Soll ich nochmal werfen? Soll ich nochmal einen Geistblitzpunkt einsetzen? Nein, das darfst du nicht und ausgleichen ist bei Kampf nicht. Aha, wie ihr euch vielleicht erinnert. Also habe ich es verkackt. Ja, du kriegst 3 Schaden. Du kriegst einmal so ein Tentakel schön durchs Gesicht gepeitscht. Das überrascht mich. Das zwiebelt jetzt schon mal ordentlich. Das überrascht mich, dass das nur 3 Schaden sind. Müsst ihr auch irgendwie gewinnen können, vielleicht. Das halte ich für unwahrscheinlich. Okay, dann ist jetzt Max dran. Ja, also habe ich immer noch keine bessere Idee, aber mache ich weiter. Max ist heute sehr schläfrig. Okay, Ja, gut. Mir wurde gesagt, ich solle irgendwie beten und ich weiß ja auch, dass ich was mit Magie machen kann. Aber ich habe nur ein Pendel und Tarotkarten. Dann pendel ihn halt. Und einen Rosenkranz. Also ist doch schon effektiv. Du kannst ja Gott um Beistand bitten.
Du kannst ihm ja die Karte des Todes legen und sagen, er stirbt heute. Aber ich habe auch nicht, dass er ein Schutzgeist ist und ich weiß nicht ganz, was er beschützt. Du kannst erst mal Gott um Beistand bitten, zum Beispiel. Du kannst auch eine Tarotkarte ziehen, wenn du das möchtest. Oder sonst was. Entscheide dich jetzt. Du hast viele Möglichkeiten. Du bist gut gebildet in dem Bereich. Das hat ich dich auch nicht drauf geflucht, du das weißt. Ich versuche, um Beistand zu bitten. Gut, würfel auf Magie. Ich wollte gerade ein Ding würfeln. Oh. Oha. Ach du Scheiße. Nein. Gott gibt dir keinen Zustand. Du fühlst dich von Gott verlassen. Wow. Ja, das tut mir leid. Gut, next. Das wäre, glaube ich, nicht wieder ich. Ja. Ich werfe eine weitere brennende Zigarette nach ihm. Dann wirf. Was habe ich auf Werfen? Wahrscheinlich nicht so viel. Das, ja, habe ich um 31 verkackt. Dann auf dein Glück würfeln, so wie üblich. Das habe ich letzte Runde nicht gemacht, aber was soll's. Oh, du hast mir beim Ausweichen nicht gemacht. Ich habe sehr gut, sehr viel Glück jetzt momentan. Überraschung. Ja, du hast sehr viel Glück. Jetzt muss ich ganz kurz gucken, eins, wie kritische viel das denn tatsächlich macht. Es tötet das Monster. Zigarette. Einmal tötet. Darfst du dir 5 Stabilität abziehen. Weil ich einen kritischen Erfolg hatte, darf mir was abziehen. Ja, logisch. Ja. Macht Sinn. Ich doch vorhin auch. Ihr habt alle irgendwas wahrgenommen bei Magie und ich nicht. Und deswegen habe ich Abzug bekommen. 5 waren es. Ja, 5 waren es. 87 müssten das noch sein, wenn ich richtig gerechnet habe. Ja. Gut, dann mach einmal ein W... Nee, mach mal 2 W20 Schaden. Okay, 19. Alles klar, du machst 19 Schaden in der Wurfbewegung, die du diesmal mit der Knochenhand aus Versehen durchführst. Logischerweise, die andere Hand habe ich nicht. Ja, stimmt, das hatte ich vielleicht vergessen. Rad, ich habe keine andere Hand. Alles klar, ja, Entschuldigung. Ja, diesmal machst du irgendwie anscheinend eine spezielle Bewegung und zieh dir einmal... Ich würde sagen, 3 Magiepunkte ab. Du schießt nämlich so eine Art Blitz aus deiner Hand auf das Vieh. Magiepunkte. Darf jetzt erstmal eine Runde nicht angreifen. Hat Wo waren meine Magiepunkte? Ach, die hier. Soll ich mal wie viel abziehen? 2. Ja, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken. So. Das macht 18 draus. Ja, 3. Außerdem fühlst du dich schon ganz komisch. Du hast auch eine kleine Panikattacke. Boah. Dadurch. Nein. Weil du ich werde von einem riesigen Tentakelmonster angegriffen und Panik. Nein. Ja, jetzt. Plötzlich. Jetzt plötzlich. Vorher warst du gechillt. Bis ja, jetzt. Herzlichen Glückwunsch. Du darfst jetzt diesen Angriff auch aktiv durchführen. Was für ein Angriff. Was du gerade gemacht hast. Habe ich das nicht schon? Ja, du darfst ihn jetzt aber aktiv durchführen, nicht auf Glück würfeln. Also nochmal würfeln oder was? Nein. In der nächsten Runde. Jetzt sind erstmal die anderen dran. Hä? Ja. Okay. Ihr habt gesehen, wie der alte Sack einen Blitz auf das Vieh geschossen hat. Wie reagiert ihr darauf? Die dürfen sich erstmal Gesundheit abziehen, weil. Mir ist es mittlerweile relativ egal, weil. WTF ist das für ein Tag? Der schlimmste in deinem Leben wahrscheinlich. Bis jetzt. Mehrfach. Bin ich nicht der letzte. Der schlimmste Tag in seinem Leben bis jetzt, Mordi. Aha. Der schlimmste. Das war am schlimmsten heute. Oh, ich weiß nicht so ganz, was ich tun soll, weil Kerzen werfen bringt halt nichts. Wir gehen dabei raus. Ich bin noch das weißt du nicht. Dran. Ich bin dran. Das weißt du nicht. Der braucht gerade richtig lang. Nee, ich habe aber gerade angegriffen, also er ist dran. Nee, er ist jetzt erstmal der Kameramann dran, dann der Tentakelmann. Ja, Mordi ist dran. Ah ja, stimmt.
Gut, was hat er denn noch so in seinem... In seinem Rucksack? Hat er irgendwas Brennbares? Stimmt die Kamera nicht. Er filmt wahrscheinlich die ganze Zeit noch. Er kann die Kamera... unbewusst. Er kann die Kamera werfen und die Kamera explodiert, wenn sie auf den Boden aufschlägt. Ja, aber mit einer Bezahlung dann? Ja, die Entscheidung ist gerade Leben oder Geld. Er schmeißt sein kleines Schweizer Taschenmesser. Sehr hilfreich. Mit der Klinge ausgeklappt. Mal sehen, ob das was wird. Vielleicht könnte er ja mal die Kamera werfen. Wenn ganz verzweifelt ist, ja. Und nichts mehr hat. Versteckt er sich irgendwo hinter der Tür, also. Geht gerade nicht. Ja, okay. Stimmt. Seid gerade etwas stationär gebunden von. Ja. Von das da. Ja. Von Tentakeln. Gut, ihr dürft wieder, er muss ja aussetzen. Also. Kann ich? Ich bin dran. Nein, ich nee, jetzt ist er dran. Mach es dran. Kann ich bitte meine Gottheit anbeten? Um Stärke. Das kannst du. Wer war das nochmal? Ich muss wissen, ob das existiert. Logischerweise. Privatchat. So. Oh ja, das darfst du tatsächlich. Auf was muss ich werfen? Würfel doch ebenfalls auf Magie mal. Da haben wir es alle durch. Hat geklappt. Okay, es passiert erstmal nichts. Okay, dann bist jetzt wirklich. Jetzt bist du dran. Ich? Sag, jetzt bist du dran. Ja, aber. Die ganze Zeit wolltest du dran sein, jetzt bist du dran. Ich war damit beschäftigt, meine Gedanken teilen zu wollen, aber ich komme nicht voran. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin absolut nutzlos. Was Feuriges werfen. Ja, was denn? Ich habe Kerzen. Werf eine Kerze. Ja, aber die brennt ja dann nimmer, wenn ich so weg. Das weißt du nicht, das musst du dann. Das, meine Zigarette hat auch schon getroffen. Also. Ja, aber die Zigarette blüht ja. Doch, meine Zigarette hat schon getroffen. Ja, gut. Sie hat sehr effektiv getroffen, ja. Ja. Mach einfach. Bevor du nichts tust. Habe ich irgendwas, was besser brennt in meinem Rucksack? Hast du ein paar Socken dabei gehabt? Kannst du ja trotzdem irgendwas beten oder irgendwas. Ja, ich erstens, Seil. Du kannst beten. Zweitens, du kannst. Ich habe ein Seil im Rucksack drittens, gehabt. Du kannst Geister rufen. Viertens, du kannst. Okay. Dinge anzünden. Ich mal Geister zu rufen, die mir irgendwie helfen sollen. Kannst einen Strick zusammen zu einem Knöll zusammen machen und das anzünden. Ey, nee. Moment doch. Ich kann 5 Glückspunkte einsetzen. Nicht im Kampf. Ah, verdammt. Dann nicht. Ja, nö, war nix. Zwergi. Ja. Okay, Du darfst. Du hast jetzt sehr viele Optionen. Ja, das, ich habe Zigaretten. Wie viele Zigarren habe ich noch mit dabei? Genug. Wenn du denn nur was zum tatsächlich Angreifen hättest. Seit ich weiß, dass Feuer was bringt, werf ich mit Feuer. Das ist. Ja, aber du kannst die Blitze doch auch so machen, ohne die Zigarette. Nee, ich kann die nicht. Kann ich die? Ja. Habe ich dir doch jetzt dreimal gesagt, ja, jetzt kannst du. Was habe ich für einen Wert und wie würfel ich darauf? Okay, ich will die Blitze einsetzen. Auf Magie. Das ist ein magisches Artefakt. Okay, dann setzt die Würfel, dann setzt die ein. Magie habe ich wo? Oben rechts. MA oder wie, was ja. Darum ist das? Ja. Okay, das habe ich geschafft. Sogar sehr gut. Kritisch habe ich das geschafft. Weil ich habe da 100 drauf. Okay, kritischer Erfolg in dem Fall kostet dich keine Stabilität. Ja, und zwar ziemlich gut dafür, dass ich einen Wert von 100 drauf habe. Ja, und du zerfetzt dieses Vieh. Es kommt auf dich zu, weil es dich als Gefahr sieht. Du schießt und das Ding zersplittert in 1000 Stücke. Okay. Wir haben es verziegt. Ein Klick hinter euch und ein Fech. Ein Fach öffnet sich. Guck nach, was drin ist. Der nächste Bosskampf. Ein kleines, ledergebundenes Buch. Wie heißt es denn? Kannst du nicht lesen. Kann ich es lesen? Ich würfel mal drauf, ob ich das lesen kann. Ich würfel mal auf Deutsch. Okay, auf Deutsch würfel ich.
Sekunde, das, ich kann es lesen, Da steht drauf. Ich muss kurz bei Wikipedia nachgucken, wie das genau war. Du musst bei Wikipedia den ganzen Namen davon nachgucken. Das ist interessant. Steht drauf, die Toten rufen. Okay, ich teile das den anderen mit. Die Toten rufen. Du sagst es auch auf Deutsch natürlich. Ich übersetze es ins Englisch, damit die es verstehen. The Death are calling. The Deaths are calling. Ja gut, ich würde sagen, das ist unser Buch, das wir gesucht haben. Jetzt ist nur die Frage, ob wir wirklich damit zu dem Kneipentypen gehen wollen. Weil so gut wie das beschützt war, ist es vermutlich deutlich mehr wert. Als unsere 2,3. Als unsere Schrottlaube. Also ich würde auf jeden Fall mal sagen, wir verlassen das Haus. Ja, wir verlassen das Haus und versuchen es einzusetzen. Vielleicht bringt es ja was. Wir versuchen es zu lesen. Wie gut ist dein Deutsch? Scheinbar gerade sehr gut, ich habe den Titel gelesen. Würfel mir nochmal auf Deutsch und wenn es keine 1 ist, hast du keine Chance, da irgendwas zu verstehen. Ist eine 2. Es ist keine 1, tut mir leid. Ist eine 2, komm. Ja, warte, du kannst einige Worte verstehen, du liest sehr viel der. Ist aber okay. Auch sehr alt geschrieben, da hast du keine Chance mit. Okay, was machen wir jetzt damit? Das ist die Frage. Also es müssten wir eigentlich dem Kneipentypen geben. Der war eigentlich auch sehr sympathisch. Das einzige Problem ist, es ist vermutlich deutlich mehr wert, als uns der Kneipentyp dafür gibt. Könnten wir dem Kneipentyp verhandeln, dass er uns mehr dafür gibt? Ich hätte auch gesagt, wir feilschen. Aber wollen wir es dem wirklich abgeben? Moment, kann ich den Wert schätzen? Hast du Schätzen? Ja. Dann Würfel drauf. Nicht geschafft. Kann man damit zu Baris für Rares gehen? Erstens, vermutlich. Zweitens, ja, es ist wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wert. Also die 3000 irgendwas sollte er euch eigentlich schon komplett zahlen. Also ich würfel mal auf Verborgen. Ich würde gerne mal auf Verborgenes erkennen würfeln. Das sollte er auch schon mindestens dafür geben. Modi, darf mal Verborgenes würfen? Darfst du gern. Bringt mir nichts. Du hast nichts Verborgenes in dem Buch. Nein, du bist gerade sehr knapp an der Grenze, überhaupt noch geistig zurechnungsfähig zu sein im Moment. Eine Frage. Ja. Besser als tot. Ist jetzt irgendwas passiert oder habe ich irgendwie, keine Ahnung, eine Flüssigkeit in meinem Füllhorn oder sonst irgendwas? Nee, das wirst du schon noch früh genug merken. Ah, okay. Okay, ja, was machen wir? Ja, was macht ihr? Gebt ihr es ab? Ich denke, wir sollten das auf gar... Wandert ihr durch den Sumpf, bis ihr sterbt? Ich denke, wir sollten das auf gar keinen Fall abgeben. Ich habe eine Frage. Können wir uns nicht einfach unser Auto nehmen und wegfahren? Ja. Das ist einfach eine Option gewesen. Ihr könnt es gern klauen. Ich meine, es steht doch mittlerweile einfach dort und hat... Folgender Plan... Ja. Folgender Plan. Wir schnappen uns das Auto, fahren damit weg, halten kurz vorm Sheriff-Revier. Ich erschieße den Sheriff und dann fahren wir weg. Mit dem Buch. Moment. Der Autoreparaturtyp war ja voll in Ordnung. Ich finde, dem sollten wir schon irgendwie sein Geld geben. Deswegen sage ich, wir klauen uns Auto. Wir können das Buch doch nicht abgeben. Wir können das Buch nicht weggeben. Wir schießen nicht den Sheriff. Wir sollten auf keinen Fall das Buch weggeben. Nee. Wir sollten das Buch behalten und irgendjemand macht die perverse Lauze vorm Mikro. Ich hab gehustet. Okay, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir geben auf keinen Fall das Buch ab. Das Buch sollte man nicht abgeben, so wichtig wie das hier ist. So wichtig wie das beschützt wurde. Auf keinen Fall. Die Frage ist, ob wir es überhaupt hätten holen sollen. Wir behalten das Buch, wir klauen den Truck und hauen mit dem Truck ab.
Auf dem Weg erschieße ich den Sheriff. Nein, du erschießt den Sheriff nicht. Ach so, wir können dir noch deinen Besitz zurückholen, damit du nicht ganz so sehr durchdrehst. Ich glaube, das ist scheiße. Wir klauen den Truck. Wir behalten das Buch. Wir erschießen den Sheriff. Ich klaue mir meine Waffe und wir erschießen nicht den Sheriff. Dann hole ich mir von dem nicht toten Sheriff meine Pistole, meine Knarre zurück, okay. Und wir hauen. Und wir laden deinen Hund noch ein, ne? Dann, der ist im Truck. Der war nie weg. Okay, das heißt, den hast du verhungern lassen. Wahrscheinlich. Hat sich eigentlich irgendwas geändert, seitdem das passiert ist? Inwiefern geändert? Irgendwas anders. Was ist denn jetzt mit dem Plan? Habt ihr eine bessere Idee? Ich will jetzt erstmal wissen, was ihr tut. Also wenn die anderen keine... Wir sind wieder neben der Polizeistation rausgekommen, richtig? Ja, ihr seid wieder da. Okay, wenn die anderen keine bessere Idee haben, dann würde ich sagen... Gehst du jetzt zum Sheriff und schießt ihn ab. Wie viel Uhr ist es ungefähr? Es ist mitten in der Nacht, oder? Ja. Ja. Wenn die anderen keine bessere Idee haben, würde ich sagen, wir erschießen nicht den Sheriff. Ich hole mir von dem nicht erschossenen Sheriff mein Gewehr zurück. Dann klauen wir den Wagen und fahren damit in den Sonnenuntergang, in den Sonnenaufgang. Ja, aber ich wollte wissen, ob sich irgendwas in der Umgebung geändert hat. Ach so, nee, es ist jetzt wieder sehr, sehr dichter Nebel um euch rum, aber das scheint hier ja normal zu sein. Sonst alles beim Alten. Also nichts Außergewöhnliches mehr. Okay, jetzt ist der komische Rabe immer noch komisch. Der was? Der komische Rabe. Der dafür gesorgt hat, dass wir von der Straße abkommen. Ja. Der ist jetzt immer noch komisch. Okay. Weil es scheint jetzt gar nichts mit dem Haus zu tun zu haben. Scheiß mal auf den Raben jetzt. Wir müssen irgendwas müssen wir machen. Was tut ihr? Ich würde sagen, wir brechen jetzt beim Sheriff ein. Okay. Ich öffne die Tür zum Sheriff-Büro. Ich gehe dort rein. Ich erschieße den Sheriff nicht. Ich hole mein Messer raus. Wie ist denn der da? Wahrscheinlich ist mir scheißegal. Okay. Ich stoße den Sheriff zu Boden. Er schläft. Nehme, in der Nacht. Er schläft wahrscheinlich. Ich lasse ihm das jetzt, weil ich will nicht wissen, was passiert. Ich bin sehr interessiert. Ich zerr den aus dem Bett, stoß den zu Boden, halt meinen Fuß an seinen Hals, dass er nicht aufstehen kann und hol aus und treib ihm mein sehr großes Messer direkt durch die Stirn durch seinen Schädel durch. Und befestige. Das war so sehr beschrieben. Ich lasse das geschehen. Ich befestige seinen Schädel an dem Fuß am Fußboden. Okay. Du lässt ihn leben. Er hat gesagt, er schießt ihn nicht. Ich habe ihn nicht erschossen. Ich habe seinen Schädel an. Ich habe seinen Schädel an den mit dem Fußboden verbunden. In seinem derzeitigen geistigen Zustand ist das absolut eine legitime Aktion. Ich lasse es so passieren. Ich nehme mir mein Gewehr zurück und verlasse das und alle Sachen, die er von mir da noch hatte und verlasse das Sheriff-Büro. Herzlichen Glückwunsch, das funktioniert. Okay, dann sind wir anderen nicht mit drin und du tust so, als wäre er nicht gestorben. Ich komm mit meiner Pistole, mit meinem Gewehr da raus und habe gesagt, ich habe mein Gewehr zurückgeholt. Was machen wir anderen? Ihr könnt es gern überprüfen, ob das so war, die Wahrheit ist, oder ihr könnt es mir gern glauben und. Ich wollte dem Sheriff eigentlich noch sagen, dass er sich jetzt keine Sorgen mehr macht, wegen dem komischen Haus, weil es nicht mehr komisch ist. Glaub mir, der Sheriff muss sich jetzt keine Sorgen mehr machen um das Haus. Das kann ich dir versprechen. Der Sheriff braucht sich jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Das verspreche ich dir. Geht's dir jetzt geistig besser? Ich würde sagen, das macht die Erleichterung, den Drecksack erledigt zu haben. Da würde ich mir schon ein paar Punkte zurückgeben. Nein. Nach dieser Beschreibung, nein. Kriegt er den Punkt zurück für seinen geistigen Gegner? Das war schon eine sehr gute Erleichterung. Ehrlich gesagt, nach dieser Beschreibung, nein. Noch nicht.
dachte, ich kann ihn vom Wahnsinn abhalten. Okay, was machen wir als nächstes? Ja, wir klauen uns unser Auto. Wollt ihr die restliche Stadt auch noch umbringen? Nein, wir klauen uns einfach nur ganz friedlich unser Auto. Okay. Ich hoffe, der hält uns nicht auf. Wenn er uns aufhalten will, dann habt ihr so eine komische Blitzfaust, mit der man ihn einschüchtern kann. Einschüchtern, okay, wir schüchtern. Zerfetzt, aber okay. Nein, du musst ihn ja nicht treffen. Okay, wir gehen im Modi, wir gehen also zu dem Auto. Okay. Ihr geht hier. Was passiert? Was geschieht? Wir versuchen uns unser Auto zu klauen. Jetzt muss ich mal gucken. Was ist denn für Autoklauen wichtig? Macht mal mechanische Reparaturen. Derjenige. Das will. Ist ja heile, das Ding. Nein, ihr habt den Schlüssel nicht. Oh. Okay, ich habe einen Wert auf. Warte, ich habe 30 auf mechanische Reparaturen. Ich würde es mal ausprobieren. Ach, vergiss es. Ja, das war nix. Ja gut, ich habe nur 10. Ich weiß nicht, ob es so clever ist, da zu würfeln. Ich habe nur 10, aber hey. Okay, dann mach ich auch. Soll ich es nochmal versuchen? Wir haben es alle nicht geschafft. Ja, dann, es war eine forcierte Probe, die ihr gerade absichtlich gemacht habt. Cool. Habt ihr alle verkackt? Hm. Das Licht innen geht an. Können wir auf Autofahren machen, oder? Das Licht innen geht an und ein Warnschuss wird geschossen. Ich bereite meine Blitzdings vor, den Blitz, wie du es beschreibst. Nenn es, wie du Magie. Möchtest. Meine Magie. Blitzfaust. Ich blitzdingse ihn. Okay, soll ich darauf würfeln, oder? Willst du ihn umbringen? Ja, natürlich. Mach auf Magie. Im Moment ist er, glaube ich, nicht im. Okay, ich warte. Ihn nicht umzubringen. Okay, ja, ich würde jetzt noch warten, bis er rauskommt, damit er das auch sieht, damit er mein Gesicht ja, sieht, die bevor Tür, er... die Tür öffnet sich und eine Schrotflinte mit einem Mann dahinter schiebt sich aus der Tür. Okay, ich würde gern... Jetzt schieß. 69, sehr schön. Ich habe Magiewert 100, das habe ich geschafft. Ich weiß. Ich habe es geschafft. Du bist ein Monster, du ziehst dir wieder deine Magiepunkte ab. Diesmal ziehst du dir schön nochmal 5 Stabilität ab. Bringt das, zählt das noch irgendwie? Du wirst langsam wirklich wahnsinnig und du machst ihm jetzt bitte 2W20 Schaden. Wie viel Stabilität ziehe ich mir ab? Wie viele Magiepunkte ziehe ich mir ab? Ein. Magiepunkte waren es 3, Stabilität waren es 5. Wie viel habe ich da? 18 habe ich da. 17, 16, 15. Ja, 15. Stabilität war es, wie viel? Das, was du da stehen hast. Wie viel ziehe ich mir davon ab? 5, habe ich dir auch gesagt. 5. 87. 82. Geistige Gesundheit habe ich jetzt noch. Ist noch relativ erstaunlich gesund, bin ich noch dafür. Ich hatte von vornherein nur 35. Ich habe mehr als... Ich bin geistig... Er hält sehr viel durch. Momentan ist er aber vollkommen... durchgedreht. Okay, wie viel werfe ich? 2D20 war das. 2W20. 28. Du schießt und der ist nur noch eine blutige Masse, die gegen die Wand spritzt. Okay, ich würde noch mal öffnen, den Wagen zu öffnen. Versuchen den, ich hole den Schlüssel zum Wagen. Wir öffnen den. Ja, der liegt da irgendwo drin. Ich hole den Schlüssel, ich öffne den Wagen und wir fahren los. Darf ich seinem Geist eine gute Reise wünschen? Das darfst du gerne vorbeigehen tun. Ich würde sagen, wir reisen. Wobei du nicht sicher bist, wie viel von dem Geist das überlebt hat. Wir fahren in den Sonnenaufgang. Ja, ihr fahrt erstmal durch den Nebel. Ihr fahrt hier unten raus und nach etwa 10 Minuten kommt ihr hier wieder raus. Nein. Wo kommen wir wieder raus? Wir fahren unten raus und kommen oben wieder rein. Exakt. Ja, sehr schön. Also wir bringen das ganze Dorf um. Nice. Du kannst es versuchen. Ich bin Elektro. Dann lass uns mal einen Typen fragen. Welchen Typen? Den wir noch nicht umgebracht haben. Ja. Den einen. Ihr habt die nette ältere Dame im Laden ist auch noch am Leben.
Ich weiß, aber es war der Typ. Noch. Moment, okay. Der von der Rezeption vom Modi. Hotel ist auch noch am Leben. Modi, wen muss ich töten, damit wir hier rauskommen? Das musst du selbst rausfinden und mal sehen, ob du es kannst. Ich bin ein Todesengel, ich gehe durch diese. Ich klopfe an jeder Tür an. Wenn jemand aufmacht, töte ich ihn. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt in die Bar, tun so, als hätten wir das Buch nicht bekommen und als wäre das Haus total gruselig und fragen ihn, was das eigentlich genau soll mit dem Buch und so. Und okay, ja. Ich töte den Barmann. Nein, du tötest hier niemanden, Junge. Kannst du gerne tun. Ihr müsst auch nicht großartig warten. Okay, wir gehen also in die Bar rein. Wir steigen aus dem Auto raus. Ihr fahrt jetzt erstmal runter und kommt oben wieder an. Ja, ihr kommt oben wieder raus und ihr seht. Okay, wir steigen aus dem Auto und stellen. Ich nicht gedacht hätte, dass ich es tatsächlich heute brauche. Wieso? Wir sind zweimal aus. Weil ich nicht davon ausgegangen bin, dass der Teil noch gespielt wird, aber okay. Ihr habt euch dazu entschieden. Wir haben es geschafft, das Tentakelviech zu töten, was du nicht erwartet hast, oder was? Nee, ich habe erwartet, dass ihr das schafft, aber ich habe nicht gedacht, dass von Haus zu Haus gegangen wird und Leute zerfetzt. Wir haben zu viel Verrückte hier. Nein, eigentlich ist nur Zwerge schuld. Ja. Okay. Ja, ich bin immer schuld. Du hast nur diesmal ja. So, wie geht's weiter, Mordi? Erzähl es uns. Moment, ich blende ein. Wenn es geladen hat, das dauert kurz und okay. Alles klar, ich blende euch einfach mal auf der Map ein. Mach es. Ihr seht ihn vor euch auf der Straße stehen. Wir sehen absolut nichts. Diesmal auch. Oh. Dort. Ja. Okay. Okay. Können wir eine kurze Pause machen, Mordi? Das ist weil. Nein, das dauert jetzt nicht mehr lange. Wir machen jetzt keine Pause mehr. Das wird zweifelig, dass das lange dauert. Kann ich feststellen, wer das ist? Wenn er mit euch redet, ja. Wer sollte es sein? Mit Mythos oder mit Okkultismus oder sowas. Es ist Mordis wahre Gestalt. Schön. Ja, kannst du mit Mythos mal versuchen. Einfach falsch, dass du nach oben oder hinter. Nee, ich hab gar nicht den gehabt. Trotzdem einfach falsch, dass du nach oben. Ist egal, passt doch. Nö, passt. Ist ein Typ mit einer Maske. Und der komisch unten im Nebel versinkt. Und komisch lange Finger hat. Modi, ich lasse meine. Das schieben wir einfach mal auf das Programm. Modi, ich lasse. Ist nur ein Schema, es ist ein Typ in einem Kostüm. Modi, ich lasse meine Hand gleich knistern. Seine Maske sieht ein bisschen aus wie so Disney. Mhm. Wie Disney. Ja, die Ohren liegen noch nebendran. Ja. Gut, also was tun wir? Ja, was tut er? Er steht vor euch. Keine Ahnung, ich steige einfach mal aus und. Ich will nicht aussteigen. Das klingt mir irgendwie nicht so clever. Mir egal. Du steigst aus und in altbekannter Stimme. Sie hat gesagt, sie steigt nicht aus. Einer von euch steigt aus. Gut, ich steig aus. Lässt er die Tür offen? Weiß ich nicht. Ich steig aus, lass die Tür offen und halte meine Hand bereit, um daraus Blitze zu schießen. Okay, ich mach meine Tür nur auf und ich mache sie sofort zu, wenn er sich bewegt, auf uns zu. Er bewegt sich nicht. Okay. Was passiert? Macht er irgendwas? Ja. Er bittet euch drum, ihm endlich das Buch zu übergeben, auf das er schon so lange wartet. Dann dürft ihr gehen und es wird nie wieder darüber geredet. Ich frage ihn, warum sollten wir dir das Buch geben? Was hast du für ein Interesse daran? Was machst du mit dem Zug? Was machst du mit dem Buch? Das muss euch nichts angehen. Ihr müsst nur wissen, dass ihr hier wieder wegkommt. Wenn ihr mich umbringt oder. Ja, was anderes versucht, ihr sitzt hier fest für den Rest eures Lebens, was dann wahrscheinlich nicht mehr allzu lange sein dürfte. Ich guck zu den anderen. Ich halte meine Hand bereit.
ihn umzubringen. Möchte jemand noch was tun? Möchte jemand ihm das Buch geben? Ja, ich gebe ihm einfach das Buch. Das hey, ich hab das Buch. Ist mir egal, ich nehm's dir weg und gib's ihm. Nein, du kriegst es nicht. Doch. Ich versuch das Richtige zu tun, du kriegst macht es nicht. Macht einen Stärkevergleichswurf, bitte. Ist nicht schwer. Würfel drauf. Gut. Oh, schade. Ich hab's geschafft. Okay, sie hat das Buch. Hat wie viel übrig? Okay, du hast geschafft. Du hältst das Buch fest. Ich hab's auch geschafft. Ich warte. Ja. Gut, wer hat wie viel übrig? Ich hab's besser geschafft. Deutlich besser. Was hast du denn für einen Wert bei Stärke? Ich hab 50. Ja, ich hab's. Okay, ich hab nur 7 besser. Ja, 26 besser. Ja. Tja. Weil gut, ich warte. Ich warte nur auf das Zeichen von Ruf. Du hältst das Buch. Du hältst das Buch, ich bin bereit, Blitze zu feuern. Ihr seid aber schon dumm, ihr wollt auch einfach nur sterben, oder? Warte. Wir wollen was Gutes tun. Es muss ja nicht heißen, dass das wahr ist, was der sagt. Wieso, woher weißt du, ob der dich nicht anlügt? Ihr habt 2 harmlose Leute getötet. Und der scheint nicht harmlos zu sein. Kann ich einschätzen, was er, also aber gut oder böse ist mit Psychologie? Wenn du das tun willst, ich möchte doch mal anmerken, der Typ trägt eine lange schwarze Robe, hat schwarze Handschuhe und eine weiße Maske mit 2 weiß nicht, wie viel du daraus schädelartigen Augen. Ich weiß jetzt man nicht. Soll nicht nach dem Äußeren urteilen. Na, aber ich weiß nicht, wie viel Psychologie du aus was daraus Antwort lesen kannst. Geben. Ich habe 99 auf Psychologie. Na, dann würfel mal. Drauf. Es kann 100 sein. Das Ding ist absolut neutral. Er wirkt zumindest ehrlich. In dem, was er gesagt hat. Okay, das heißt auch, dass er nicht lügt, dass wir nicht wegkommen, wenn er tot ist. Davon ist auszugehen. Vielleicht ist er auch einfach nur wirklich gut im Lügen. Gut. Außerdem ist es ein bisschen schwierig, Mimik und Gestik in sowas wirklich festzustellen. Ja. Gut, sagt mir, was ich machen soll. Okay, weil mir nichts Besseres einfällt, würde ich sagen, stimmen wir ab, ob wir ihm das Buch geben. Gib ihm doch einfach das Buch und fertig. Also ich wäre dagegen. Also ich bin dafür. Sagt euer. Okay, 2 dafür, 2 dagegen. 2 dafür, 2 dagegen. Stimmt, wir haben ja noch einen. Ja. Wir haben 2 dafür, 2 dagegen. Was tun wir? Ich bin bereit zu schießen. Ihr wisst schon, dass wir sonst eh nicht wegkommen. Ihr ja, und woher wissen? Die Wahrscheinlichkeit ist höher, dass wir dann wegkommen, als so. Ja, wenn wir ihn umbringen, weißt du auch nicht, ob wir dann wegkommen. Max, du willst doch nicht gerade in einem ziemlich gruseligen Schädelkrieger ein sehr stark bewachtes Buch übergeben, was möglicherweise das die Macht Gottes in seine Hände gibt. Du willst jetzt wirklich das. Dafür müsstest du erstmal Deutsch lernen. Vielleicht kann es Deutsch. Vielleicht kann es alle Sprachen. Du willst jetzt nicht wirklich die Möglichkeit in Betracht ziehen. Du hast keine Ahnung, hast random 2 dem Monster, was wir als allererstes im Spiel gesehen haben, jetzt mit dem Buch, was die ganze Zeit unser Ziel war, es ist absolut unlogisch, denen jetzt das Buch zu geben. Das ist absolut. Das Monster, was unsere erste Begegnung im Dschungel, im Sumpf war, dem sollen wir jetzt das Buch, was das Ziel der ganzen Quest war, also was wir hier, wozu wir das ganze Haus, wo 2 von uns wahnsinnig geworden sind, wo wir gegen ein großes Cthulhu-Monster gekämpft haben, das wurde so gut bewacht, von so einem magischen Haus, von so einem magischen Monster wurde dieses Buch bewacht, das sollen wir jetzt dieser Gestalt, von der wir nichts wissen, was die erste Ankündigung war, das sollen wir dem geben. Ja, kann ja nicht schaden. Was doch, für ein Schwachsinn. Kann sehr viel schaden. Es ist absolut unlogisch, das zu machen. Okay, wir haben jetzt die Wahl zwischen. Wir kommen hier nie wieder weg und sterben hier in diesem Dorf. Oder wir geben ihm das Buch. Und kommen weg, aber der ist ein übermenschlicher Gott und tötet uns in dem Moment, wo wir wegfahren.
Ich fällt aber gerade noch was auf. Wollen uns einfach wegschwimmen. Wenn wir da sterben, hat das Buch trotzdem. Ja, siehst du, ihr seid eh dumm. Ja, also entweder wir geben ihm, entweder wir sterben oder, und geben ihm das Buch, oder wir geben ihm das Buch und sterben. Also ich meine, wie habt ihr es gesagt, wir sterben müssen. Das Ding wird dann zum übermächtigen Gott und tötet uns auf der Abfahrt. Also ihr könnt euch jetzt entscheiden, ob wir sterben und ihm das, also ihm das Buch geben und sterben, oder ob wir, ob wir sterben und dann er das Buch von uns kriegt. Aus welchen Weg wollt ihr? Wir geben ihm einfach das Buch, weil wenn er eh schon das, weil dann, es gibt bestimmt eh noch andere Objekte, die er sonst noch bekommen könnte, die ihn ebenso stark machen würden. Von daher ist es eh scheißegal. Kann ich ihm einfach das falsche Buch unterjubeln? Ich glaube, der Typ ist nicht dumm. Willst du das versuchen? Gib ihm doch einfach das Buch und fertig. Oder vielleicht, vielleicht können wir es auch mal versuchen, ihn zu töten. Vielleicht ist er auch immun dagegen. Da war mein echtes Problem. Willst du es versuchen? Wir müssen uns für eine Sache entscheiden jetzt. Ich überlasse die Entscheidung Ruf. Was? Mir? Wieso? Weil du es wolltest? Weil du das Buch hast. Du das Buch momentan hast. Du bist der Buchträger. Du bist die Buchträgerin. Was passiert, wenn ich das Buch anzünde? Kannst es versuchen. Dann brennt ein Stück Leder. Weil das Stück Leder brennen kann. Dann geben wir ihm, das Buch nicht und. Kannst du nicht sagen. Dann geben wir ihm aber das Buch nicht und dann ist das dieses Ende. Ja, und dann retten wir die Welt. Nicht unbedingt. Weißt du nicht. Du weißt ja nicht mal, ob das Buch brennt. Das Monster, was die Schwachstelle Feuer hat, hat ein Buch beschützt, was eventuell auch die Schwachstelle Feuer hat. Also, Ihr wisst ja immer noch nicht, ob das Ding böse ist oder nicht. Oh, da hab ich doch versucht einzuschätzen. Ja, und du hast keine klare Antwort darauf bekommen. Okay, ich würfel nochmal auf. Ich hab zwar nicht viel drauf, ich würfel nochmal auf Psychologie. Was ich nicht schaffe. Bringt nichts. Wird nichts bringen. Okay, entscheid dich bitte. Jetzt ist es schon. Es ist spät. Ich will das Abendbrot essen. Überlasse ich komplett euch. Kann ich ihn fragen, wer er ist? Wirst du keine Antwort drauf kriegen. Ich will jetzt eine Entscheidung von euch haben. Okay. Also nicht jetzt, aber... Ruf bitte, entscheide dich jetzt. Ich probiere das Buch anzuzünden. Deine Entscheidung, okay? Du bist einfach nur dumm. Absolut deine Entscheidung, ich überlasse das jetzt alles dir. Mordi, brennt das Buch oder brennt das nicht? Na gut. Ist halt überwiegend Leder, ne? Brennt nicht. Brennt nicht. Es hat einen Grund, warum Schweißausrüstung überwiegend aus Leder ist. Okay. Okay, du kannst das Buch nicht anzünden. Geht das Monsterviech drauf, dass ich versuche, das Buch anzuzünden? Ich denke, das scheint etwas nervös zu werden, aber sonst nichts. Aha. Also es reagiert blöd darauf, dass was es reagiert. Es wird nervös, wenn wir ihm das Buch nicht geben. Scheint es. Das heißt, es ist doch nicht so ganz. Ihm ist es schon lieber, wenn er das Buch hat, und es ist vielleicht nicht ganz so wahr, dass er uns in Ruhe lässt. Wenn er, das ist, du weißt vielleicht ja nicht mal, wie alt das ist. Exakt. Kann ich versuchen, nach vorne zu gehen und ihm die Maske abzuziehen? Kannst versuchen. Würfel auf Handgemenge. Dann wirst du sehen, was du davon hast. Ich meine, wo ist jetzt, ob ich jetzt hier sterbe oder... Gleich, weil das Buch nicht abgegeben wird. Das ist da. Wir werden es sehen. Ich habe noch 8 Punkte Gesundheit. Schaffst du es mit Handgemenge oder schaffst du es nicht? Mein Handgemenge wert. Würfel einfach. Hat er gerade. Nee, habe ich nicht. Ich würfel auf Handgemenge. Also. Ich guck mal, ob ich Handgemenge habe. Ja, hast du. Das hier, ja, das ist der letzte Wert. Ganz rechts unten. Der ist Faustfeuerwaffe. Hä? Angeblich habe ich 56, das könnte da. Ganz rechts unten. Nee.
Ja, mich rechts oben. Ich habe deinen Charakterbogen hier. Es ist rechts oben. Rechts oben, Handgemenge. Direkt unter Zimmermann. Ist bei dir. Okay, alles klar. Okay, dann wirf ich einfach mal drauf. Ich hab's geschafft. Handgemengewurf geschafft. Ich versuche ihm die Maske abzuziehen. Gut, dann macht er mal einen Gegenangriff. Ja, schafft er. Versuchst. Wie gut hast du es geschafft? War es ein kritischer oder ein starker? Sekunde, ich guck mal. 46. Nee, war es nicht. Nicht. Ihr habt es beide normal geschafft. Wir sind wieder bei 9. Das heißt, es wäre geschafft, zwei Gegenangriffe ja, immer schwächer. Deshalb schaffst du es. Schaffst es tatsächlich, in die Maske, runterzureißen, zusammen mit dem Stoff darunter ist. Ja, was ist da drunter? Wirklich viel. Ein kleiner Schwarm Krähen kommt in alle Richtungen geflogen. Mhm, also, wissen wir schon mal. Also, wir wissen es schon mal, dass das kein Mensch ist. Das ist schon mal ein Ding. Ja, ach nee. Es kommt exakt das gleiche Ding von rechts. Okay, also sollten wir ihm jetzt. Aus dem Nebel. Also, da spricht noch mehr dazu, dass wir ihm nicht das Buch geben sollten. Spricht immer mehr dafür, dass wir ihm das Buch nicht geben sollten. Das Ding ist scheinbar. Die Krähe hat hier schon die ganze. Die Krähe hatte hier schon die ganze Zeit eine Bedeutung und die Krähe hat auch seit Anbeginn der Menschheit eine magische Bedeutung. Und das ist einfach. Gut, dass ihr vorhin gesagt habt, vergessen wir mal die Krähe. Die Krähe hat seit Anbeginn alle Arzt. Schon die Steinzeitmenschen wahrscheinlich haben sich. Die Krähe ist der Inbegriff der Magie. Das ist das magische Zeichen für Magie. Ja, und das hat, ist für die Krähe ist aber oft auch einfach ein Zeichen des Guten. Ja. Und des Bösen. Das auch. Ja, damit ist es absolut neutral, das Wesen. Exakt. Es ist auch tot, es ist auch gleichzeitig Leben, es ist alles. Also ich wäre. Es ist halt einfach ein sehr schöner Vogel. Es ist halt also ein sehr schöner Vogel mit der ungewöhnlichen Färbung. Also ich bin dagegen, dem Ding, was auch immer es ist, das Buch zu übergeben. Weil es auch jetzt übel darauf reagiert hat, als was versucht hat anzuzünden. Gut, wenn du dagegen bist, dann sag mal, was sollen wir tun? Ich würde mal versuchen, das Buch mit meinen Blitzen zu vernichten. Ich bin dagegen, soll ich euch sagen, warum? Weil dieses Wesen ist absolut in der Lage dazu, dieses Zeug zu nehmen, aber es gibt uns die Chance, weiterzuleben, einfach weil es nicht absolut böse ist. Was ist, wenn wir es bereits vernichten und es weder behalten noch ihm abgeben? Das ist doch die beste Lösung. Wir haben ihm weder das Buch nicht gegeben, noch ihm das Buch gegeben. Das Buch ist einfach nicht mehr da. Das ist einfach die beste Lösung von allem. Nein, eigentlich nicht. Wir haben das Buch weder ihm verweigert noch ihm das. Das ist einfach. Das Buch ist nicht mehr existent. Da kannst du weder bei uns bleiben noch bei ihm geben. Hat jeder das Ding. Oder wir gehen zurück zum. Und wir machen Folgendes: Wir gehen zurück zum Barmann und geben ihm das Buch ab. Wie willst du an dem komischen an der komischen Gestalt vorbeikommen, wieder ins Dorf zu kommen? Steht das Ding im Weg, dass wir uns dort. Dass wir ja. Läuft mittlerweile um euch herum. Schwere Entscheidung. Gib ihm doch einfach das Buch und fertig. Ich will jetzt wissen, ja oder nein. Was tut ihr? Ich bin dagegen. Machst es dafür. Gib ihm doch einfach das Sarah, Buch. Entscheide du. Wieso soll ich entscheiden? Mir fällt nichts mehr ein, als ihm. Weil Max komplett dagegen ist und ich komplett dafür. Zwei sind Max dafür, ist, dass wir das Buch Max ist dafür. Max ist komplett. Ja, der Spieler. Dafür. Der andere Spieler zählt nicht. Modi zählt nicht dafür. Hey. Modis Einfluss ist da. Das ist der Einfluss des Spielers, das zählt da nicht. Er hat keine Argumentation, das stimmt. Es gibt eine Argumentation, die dafür spricht, und es gibt eine Argumentation, die dagegen spricht. Jetzt bist du die Richterin, Ruf. Also, wieso bin ich die Richterin? Also ganz ehrlich, in der Mangelung von Alternativen, weil ich, also du darfst einfach das Buch, weil guck mal, der Typ, der möchte, dass wir es ihm nicht geben, ist ein Typ, der harmlose Leute umgebracht hat. Entscheidung. Darfst du mir das noch mit Bitten zu zerstören, wenn es nicht klappt, gebe ich ihm das Buch. Gib ihm einfach direkt das Buch. Wir machen jetzt einfach das, was sagst du? Jetzt halt den Rand, Max, lass Ruf reden. Ja. Du darfst probieren, das mit Blitzen zu zerstören. Wenn du es nicht hinkriegen, hat der andere gewonnen, der kriegt das Buch. Okay, so soll es geschehen. Ich nehme meine Hand. Ich würfel nochmal drauf, ob ich es schaffe. Ich habe 100 drauf. Mhm. Das habe ich gerade so geschafft.
Ich werfe Blitze auf das Buch. Geht es kaputt? Okay. Da muss ich jetzt ehrlich gesagt mal eben kurz gucken. Aha. Weil ich nicht will, dass sie über mich die Gestalt das Buch hat. Du bist aber auch dumm. Ich hab, Max, ich hab dir gerade die Gründe dafür erklärt. Es gibt viele Gründe, das Buch nicht abzugeben. Das ist ja nichts. Ja, gut. Hab die Gründe gehört. Und die haben es jetzt gemacht. Das Ding wird soweit zerfetzt. Nur so eine halbe Seite oder so bleibt übrig und. Da hat sich's ja. Das war ein Fehler. Du verlierst erstmal 6 HP. Okay. So viel, wie du vorhin geheilt hast. Ich habe vorhin geheilt. Ja, natürlich. Ich habe vorhin nicht geheilt. Ich habe Abzug bekommen im Kampf. Hast du. Ich habe jetzt 8 HP. Ich habe dich nämlich geheilt. Ja, falls du wirklich so nicht. Ich habe die Heilung aber nicht. Ich habe die Heilung mir nicht eingetragen. Doch hast du dir. Du warst vorhin auf quasi nichts runter, nachdem du fast erschossen warst. Okay. Dann ziehe ich mir jetzt 6 HP ab. Ja, ganz genau. Okay, ich habe jetzt 2 HP noch übrig. Ja. Was passiert weiter? Modi, erzähl es zu Ende. Ja, das Ding greift einmal an seine Hüfte. Ihr habt jetzt noch eine Aktion Zeit zu reagieren und irgendwas zu tun. Die Autotür zu und fahr los. Das bringt nichts, Sarah. Dann fahr. Ich steig ein. Vorher, bitte. Du hast nicht genug Zeit, um da jetzt komplett einzusteigen. Du hast 2-3 Sekunden. Okay, oh, lass mich zurück. Ich sterbe halt einfach hier. Mordi, ich verbeug mich vor ihm. Gut. Sehr schön. Dann würfel ich mal eben. Du Idiot. Nein, ihr seid die Idioten. Ihr habt euch umgebracht. Wir werden sehen. Wo ist eigentlich der Kameramann? Ist der ausgestiegen oder ist der drin sitzen geblieben? Der ist drin sitzen geblieben. Der duckt sich gerade. Erzähl uns, was passiert, Modi. Bring es ja, einfach zum Ende. Lass mich erst mal würfeln, okay? Wow! Das nenne ich mal Glück. Ja, ihr könnt fahren. Ihr werdet erstmal von einer kleinen automatischen Maschinenpistole angegriffen, die er scheinbar irgendwo darunter hatte. Trifft nicht mit einem einzigen Schuss. Mhm. Ihr könnt fahren. Fahrt. Hab ich's eigentlich? Raus? Alles natürlich. Okay. Dann fahren wir bis ins Dorf. Könnt ihr? Wo bin ich? Was mache ich? Du bist dabei. Der Kameramann auch. Ja. Bin ich im, also zu dritt. Ich hab's geschafft einzusteigen, oder was? Mann, ich hab's geschafft einzusteigen. Ja, ich gebe dir das. Wenn ihr wirklich fahrt, dann ist er abgelenkt genug, dass er euch nicht getroffen hat. Okay, ihr könnt fahren. Okay, sie fahren. Wie fahren? Was passiert? Ja, ich weiß nicht, was passiert. Einer von euch wird momentan noch ignoriert. Ja, der Rest fährt. Das ist derjenige, der sich verbeugt hat. Ja, okay, wir fahren bis ans Ende der Tage. Ende. Ja, im Prinzip schon. Kann man abschließend so sagen. Außerdem wollt ihr noch irgendwas versuchen. Wir haben das Buch vernichtet. Das Buch ist nicht mehr da. Ja, ihr werdet jetzt erstmal bis ans Ende eures Lebens hier durchs Dorf gejagt. Was wahrscheinlich noch so etwa 30 Minuten dauern dürfte, euer Leben. Und Max wurde getötet oder nicht? Nö. Was gibt's jetzt? Gut. Gibt's jetzt noch irgendwas, was wir tun können, oder ist das jetzt beendet? Das ist beendet, ihr habt eure Entscheidung getroffen. Okay. Sie war weird, aber das ist jetzt zu Ende. Hast du gesagt, ihr seid alle dumm gewesen? Wir haben eine Entscheidung getroffen. Ich habe das im Heilen nicht mitbekommen, muss ich sagen. Okay, und was passiert mit Max? Ist der jetzt sein Untertan, oder?
weiß noch nicht, ob er gehen kann. Also ich meine, es ist 400 Kilometer bis zum nächsten Ort. Viel Spaß beim Laufen. Ist der jetzt... Darf der jetzt... Hat er es geschafft? Ist der jetzt lebendig oder ist der... Der wird jetzt hier irgendeine Rolle einnehmen und wird... warten, bis die Nächsten ankommen. Um das nächste Fach von dem Ding zu öffnen. Oh, sehr schön. Du bist das nächste Monster, was die nächsten Spieler angreift. Fantastisch. Nein, der zieht sich jetzt erstmal das Kostüm aus, geht zurück in seine Bar und zieht sich erstmal den harten Stoff rein, weil schon wieder irgendwas versaut wurde. Ja, weil ihr nicht diesmal versteht, so gut aussah. Weil ihr nicht versteht, dass auf diesen Ort wahrscheinlich ein Fluch liegt. Das bedeutet, solange da nicht irgendwas rausgeholt wird, man nicht von dieser Stadt wegkommt. Ja. Gut, dann war das dieses Abenteuer ein bisschen... Ja, ihr seid im Endeffekt alle tot. Auftreten. Ein bisschen trauriges Ende, aber das ist ins Halloween. Wenn ihr dumm seid, er hat gesagt, er braucht es, damit ihr wegkommt, ansonsten seid ihr für immer hier gefangen. Er hat euch genau... Er muss ja nicht die Wahrheit sagen. Man soll nicht jedem Monster vertrauen. Er hat dir das Leben gerettet? Wer hat mir das Leben gerettet? Mein Gott. Gut, das war das Abenteuer. Ihr habt das exakt so gespielt, wie es geplant war. Gut. Ein paar Anstöße in die eine oder andere Richtung habt ihr gebraucht, aber sonst war okay. Ich habe nicht damit gerechnet, dass ihr den Sheriff direkt tötet. Fast. Und selbst getötet werdet. Gut, Emmy, ich würde mal sagen, wir machen eine kurze 5-Minuten-Pause, nur mal, um mir neue Getränke zu holen, weil ich verdurste hier. Ich habe seit einer halben Stunde nichts mehr getrunken. Ich habe seit 18 Uhr nichts mehr getrunken. Ich habe hier jetzt noch eine halbe Stunde stehen. Dann hol dir was zu trinken, dann trinkt alle mal was. Wir machen eine 5-Minuten-Pause und dann machen wir. Wir machen eine 8-Minuten- oder ja, wir machen eine kurze Pause. Wir machen bis Mitternacht, bis um 1 machen wir eine Pause und um 1 geht's weiter mit dem Was wäre wenn, wo uns Modi nochmal erzählt. Scheiße, wir haben schon 1 Uhr. Ja. Da kannst du Modi dann nochmal erzählen, was wir alles so verpasst haben und was wir. Habt ihr nicht, ihr habt nichts verpasst, ihr hättet auch nichts verpassen können. Gut, bis gleich, kurze Pause. Ich muss mir auf jeden Fall mal was zu trinken holen. Bis gleich.